Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, lieber Chat, hier heute zum 11. Spieltag. Es spielt der 7., nämlich der SC Baden-Baden, gegen den Tabellenzweiten, den SV Niederbühl. Und ich habe mir sagen lassen, die Mäuse haben es gezwitschert. Der Gegner extra noch mal beim Friseur war, um zu glänzen, zumindest optisch. Und sie waren auch feiern, habe ich mir sagen lassen. Also wir sind ja in Baden-Württemberg und unser Oktoberfest ist ja in Stuttgart. Die Vasen, Kanzler der Vasen. Richtig. Und aufgrund von der Tabellenkonstellation hat jede Mannschaft einmal spielfrei. Die hatten letzte Woche spielfrei. Und ich habe mir sagen lassen, dass ein oder andere isotonische Getränk wurde ein bisschen... Leicht alkoholisch? Ja, sehr gerne getrunken. Vielleicht eine Chance. Und das macht sich heute bemerkbar, dass der ein oder andere fehlt. Wie geht's aus heute? Was hast du für einen Tipp? Man macht es ja normalerweise als Spieler, denkt man so, ja, sind die schlagbar, Tabellenplatz Nummer 2? Ja, jeder ist schlagbar. Weltklasse-Antwort. Lass uns noch mal ganz kurz zum Torwart gehen. Da ist heute die Null. Also nicht, da ist heute die Null. Oh Gott, jetzt wird's wieder geklippt. Wer klippt, fliegt raus. Ja, du hältst das Ding heute sauber, Junge. Komm. Auf jeden Fall, ich gebe alles. Weltklasse. Das ist doch mal ein Statement. Motivationsansprache. Was? Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Nee. Wir haben damit nichts zu tun. Ihr habt gewotet. So, wir sind halt bei knapp 90%. Adam, die Leute wollen dich sehen. Ja, einen herzlichen guten Tag. Willkommen beim SC Baden-Baden. Ja, voll konzentriert. Wie geht's aus heute? Wie geht's heute aus, das Spiel? Wissen wir noch nicht. Aber Sieg wäre für euch ganz, ganz wichtig, um oben mit dabei zu bleiben. Ja. Taktik? Komm, Formation, komm, sag. Nein. Taktik heute? Sag mal nichts an. Wie? Mit wie vielen Stürmern wird gespielt? Seht ihr dann. Zwei Stürmer, ein Stürmer. Seht ihr dann. Welche Position spielst du? Linksverteidiger. Linksverteidiger, da haben wir schon ein Auge drauf. Bei dir Stürmer? Nee. Serge Gnabry ist heute hier. Warum spielt denn Serge Gnabry heute hier mit? Wie geht denn das? Wie geht's aus heute? 2-0. Was für eine Position spielst du? Innenverteidiger. Innenverteidiger. 2-0 heißt aber SC Baden-Baden. Du müsstest sagen 0-2. Ja, genau. Serge Gnabry heute mit dabei. Klasse. Bis wie viel Uhr hast du gemacht heute? Also heute nicht, aber vor einer Woche. Ja, und das ist noch nach Wien? Ja. Und spielst du heute direkt von Anfang an? Nee, erstmal auf der Bank. Ja. Und wenn du reinkommst, was spielst du für eine Position? Flügelspieler. Das heißt, du wirst heute von SC Baden-Baden richtig in die Zange genommen? Vielleicht. Habt ihr wenig Chancen, gell? Nee. Habt ihr ein bisschen Angst? Nee. Ein bisschen? Nee. Wir werden es sehen. Oh, was hast du für ein geiles Parfüm, sag mal. Dolce. Alter, das will ich auch haben. Fragrance. Weißt du, was ich hab? Ich hab Axe. Achselschweiß. Herzlich willkommen! Ey, ich freue mich total. Ich habe gerade eben, ich bin fix und Foxy, weil ich war heute Nacht um 3 noch Mallorca im Megapark. Weißt du, wer das ist? Da hallo und herzlich willkommen. Da habe ich Ausbildung gemacht. Jawohl. War ich ein guter Schüler? Claro. Hat immer alles gemacht, gelernt. Immer gefehlt. Ich war nur im Fernsehen in so Sachen, gell? Mensch, das waren Zeiten, gell? Das waren Zeiten, ja. Das waren Zeiten. Und jetzt sind Sie noch da in der Firma? Aber klar doch. Super. Überleg mal, gell? Das waren Zeiten. Toll, dass Sie da sind. Vorher machen wir. Und spielt in der Zweite, die ist genauso wichtig wie die Erste. Absolut. Ja, absolut, weil die kommen dann später zu uns rein. Ah ja, Willi, wenn sie gut sind. Ja. Welche Nummer ist es denn? Die 4. Naja. Die rote 4. Wie schlägt sich Trimax so fußballerisch? Ey, tatsächlich, wenn er den Ball hat. Er hat Potenzial. Er hat wirklich Potenzial. Er müsste nur ein bisschen schmaler sein, glaube ich. Ein bisschen wendiger. Und dann wäre, glaube ich, alles drin. Aber wenn er wirklich den Ball hat, du musst erstmal wirklich versuchen, den Ball von ihm wegzukriegen. Ja, klar. Das geht nicht. Ja. Ja, klar. Das schirmt alles ab. Wir müssen ganz kurz sagen, du wurdest quasi mit einem Voting, ich weiß, der Ausdruck von dir im Gesicht, fast 100% hat der Chat gesagt, du sollst. Knossi hatte 8%, ich hatte 3%, du 94%. Knossi hat 8%, der war auch gar nicht da. Also. Ganz ernsthaft musst du jeden ins Gewissen reden. Da muss richtig Druck kommen. Da muss eine Energie von dir kommen jetzt gleich. Was hast du dir überlegt? Ja, wie soll ich mir innerhalb von 10 Minuten überhaupt irgendwas überlegen? So, Jungs! Jungs, wir sind 7., die sind 2., aber wenn wir hier jetzt heute gewinnen, dann können wir auf der Liste ganz schön nach oben kommen auf der Tabelle. Richtig. Ihr seid bereit? Ich will, dass der Gegner heute wieder zur Halbzeitpause sagt, nee, wir haben keinen Bock mehr, lass uns nach Hause fahren. Ich will, dass ihr alles gebt dafür. Ich bin mir sicher, dass ihr es könnt. Alle Kräfte mobilisieren, das ist heute hier was wert. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Kölle! Alauf! Hey, aber ernsthaft, wir reißen uns zusammen, ne? Bis dahin wird kein Spaß mehr gemacht. Das ist eine ernste Sache hier. Ey, das war super, Alter. Ich glaube, das letzte durfte ich nicht. Ihr wisst doch, es ist so. Wir sind Baden-Baden. Ich bin irgendwann von da weggezogen. Warum? Also! Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mich akustisch verstanden haben. Alle abklatschen, ja? Wir klatschen ab. Adam, du auch. Du bist jetzt mit Managers. Manager, FIFA-Manager, alles. Was weiß ich, wie es heißt. Wir stehen einfach da wie die Bosse.
Der war auch kräftig, ne? Und da noch so ein leichtes Lächeln vorher, wo man sich denkt, oh, da kommt jetzt nichts Großes. Und dann haut da einer einen rüber. Du hältst heute jedes Ding. Ich hoffe, ich hoffe. Auf geht's. Gutes Spiel. Danke, danke. Macht's, fertig. 3-1. 3-1. Gut. Ich sag 3-2. Weil letztes Mal habe ich auch 3-1 gesagt. 7-0. Was? Oh, Alter, schrei mir noch mal so ein Tor. Alter, hast du einen Knall? Warum ist denn vom Kiri das Trikot nicht gebügelt? Das ist das Erste, was mir auffällt. Ja. Guck mal, das Trikot von hinten an ist das nicht gebügelt. Geht nicht. Guck dir die Jungs an von Niederbühl. Wie die, das ist, aber das ist Motivation pur. Ja, ein geiler Style auch. Also die Farben, das ist schön. Also wir müssen schauen, dass wir sie in den ersten Minuten Kleine schon Dinge. So ein bisschen unter Druck setzen und schauen. Aber da siehst du schon, die greifen früh an, Faul. Mann, bist du bescheuert oder was pfeifst du? Pfeif? Na gut, das eigentlich muss das abpfeifen, gell? Das muss man doch pfeifen? Ja, Arm ging raus. Puh. Sag mal! Boah. Das kann doch nicht sein. Du hast den Schiri heute nicht bezahlt, das ist doch das Ding. Wir sind gerade dran, das über Headsets zu machen. Wir sind da dran, auch in Zukunft, wir haben es jetzt aktuell über Richtmikro gemacht. Deshalb haben wir hier so einen leichten Hall drin. Das wird sich in Zukunft auch noch ändern, aber ich glaube, das kannst du gut verstehen. Falsch. Hey, jetzt reicht's aber, jetzt reicht's. Jetzt geht's runter, Alter. Das ist gerade. Hast du es gesehen? Normales Foulspiel jetzt. Komm, setz dich hin. Es gibt Gelb, glaube ich, oder? Aber dann musst du im Strafraum dich fallen lassen. Oben links. Ah, schade. Direkt auf den Mann. Wie geht's deinem Puls heute, Jens? Gut. Wenn wir hier das Ding verlieren, war die Ansprache schuld. Wie, was war schuld? Das ist mir scheißegal. Geh doch nicht auf Adam jetzt. Doch. Anders, das Spiel hat sehr körperbetont. Der ist von Niederbühl. Und wenn ich das weiß als Gegenspieler oder wenn ich das weiß als Spieler generell, dass der Schiedsrichter erstmal laufen lässt, kann ich mich natürlich spielerisch anpassen. So, und da ist jetzt der SC Baden-Baden gefordert. Einzelaktion, ja, Foulspiel. Ey, die werden wirklich, es wird wirklich ein Akkuspiel. Ja, so ein Akkuspiel. Da müssen sie da sein. Dankeschön. Dankeschön. Guck mal, das aber wirklich. Ist das wunderschön? Wunderschön. Sehe ich so aus? Ja. Das sieht so aus, als wärst du 14. Guck mal, was an. Dankeschön. Dankeschön. Ach, da sind 3 Bilder drin. Ja, pack auf. Warte mal, Freistoß. Boah, gute Idee. Ja, gute Idee. Lass er noch dran. Weiter. Julian. Ja, köpfen kann er. Komm! Marius! Komm! Marius! Ja! Klasse! Wichtig! Was hast du gesagt? Was hab ich gesagt? Auf geht's, hat er gesagt! Auf 1-1! Klasse! Das ist doch geil, so geil. Ja, Leute, 1-1! Dass ihr da seid! Dass ihr da seid! Das ist es doch! Dass ihr hier seid! Ui, Killkopf! Oh ja, was ist denn? Der Killkopf ist raus. Aber der sieht aus wie 13 Jahre JVA, Alter. Nasser! Jetzt mal ganz ehrlich, wir sind gut im Spiel. Wir sind gut im Spiel. Ja, 1-1. Kopf hoch. Und wir nehmen jetzt auch das körperbetonte Spiel an. Weißt du, was ich meine? Das schon wieder. Hey! Schiedsrichter! Und genau dasselbe Foul war eben beim Tor. Ja, genau. 1-1. Da pfeift das und da pfeift das nicht. Richtig. Ich glaube, da hat einfach nicht mal hingeschaut. So, das geht nicht. Das war 1-1, dasselbe Foul wie beim Tor, wie beim 1-0. Da pfeift das da nicht. Ey, wirklich klar. Ist Serge Gnabry Nationalspieler? Ja, ist dies. Ich weiß nicht, ob dies. Oleg! Boah, Junge, Oleg, aber da hat die 130 Kilo in Wallung. Foul! 11 Meter! Nein, er sagt weiter. Oh, ne, gut am Ball. Haben wir deine Zeitlupe, Chat? Gut am Ball. Komm! Gut geklärt von Nasser. Und da musst du dann aufpassen als Schiedsrichter, dass du es nicht zu viel laufen lässt, weil du dann. Hey! Dann ist er so frei. Wow! Weltklasse gehalten. Starker Schiedsrichter, Mario. Klasse gehalten. Mario, Weltklasse, Junge. Und ich wollte erst den Crowns-Hoodie anziehen. Crowns, nicht Crowns. Was ist denn jetzt los? Crowns? Möchte ich mich entschuldigen? Crowns? Bitte. Ich wollte den Crowns-Hoodie anziehen. Crowns. Aber der war so blau gewesen. Crowns. Crowns, hab ich gesagt. Ja, häng dich doch nicht da drauf jetzt fest. Also direkt, komm, hau das Ding drauf. Marius. Guter Ball. Tor, nicht. Das ist gut.
Der Chat fragt nach Pyro heute nicht. Der Jens hat ja auch nochmal in seinen Stories explizit darauf ist nochmal explizit eingegangen, keine Pyrotechnik mitzubringen. Fand ich nicht gesehen. Fand ich gut. Ja, unbedingt. Würde mich schon freuen, wenn hier was zünselt und brennt. Ich finde auch gut, dass ihr vom Gegentor ablenkt. Das war keins. Also jetzt aber. Der Torwart hat überragend gehalten. Jetzt aber. Nein. Da brauche ich gar nicht hingucken. Musst du gleich mal mit Max sprechen. Und dann in Hamburg nur schlechtes Wetter. Ja. Kein Problem, aber dafür gut. Nasser ist wieder da. Handspiel. Ey, der Schiri ist... Alter, das ist Handspiel. Ich sehe von hier, das ist... Hey, pass auf, Chat, warte ganz kurz. Wenn Handspiel im 16er ist und der Gegner, der das Handspiel gemacht hat, bleibt im Ballbesitz und verhindert eine Torschance, ist es zwingend Elfmeter. Punkt. Überragend, Junge. Sauber, Alter. Überragend. Reaktionen sind da. Du hältst das, du hältst hinten das Ding. Und hier haben wir ein Foulspiel gesehen beim 1-0. Ja, war faul. War faul, ja. Okay, lässt er weiter. Aber ihr seid gut drin. Weiter jetzt. Aber ey, was war mit Schiri? Wir wollen erstmal, wir warten jetzt mal ab mit dem Schiri. Spielchallenge. Der liebe Jens muss jetzt den Ball über das erste Tor chippen, über den Chip ins zweite Tor rein. Wir können es mal ganz kurz demonstrieren. Richtige Art. Wow! Okay, das war nix. Trinken ist auch Sport. So, jetzt bist du dran. Die Latte ist dein Freund heute. Okay, los. Oh, what? Nein! Ja! Knapp. Es war der Wind. War gut. Okay, warte mal, jetzt haben wir beide vier, steht eins für mich letzter. Wenn du triffst, ist vorbei. Ja, genau so. Es liegt an dir. Es liegt an dir, Basti. Der war vorher nicht. Nein, ich wollte auch, ich will, dass es spannend ist. Ja, falsche Tor trotzdem. Gegen Knossi kann man mal verlieren, weißt du? Gegen Knossi kann man mal verlieren, dabei sein ist alles. Ich finde, eine Flasche Alge ist für mich... Flasche Alge? Natürlich, man hat gewonnen. Ist es eigentlich so schlimm, wenn wir jetzt mal einfach in die gegnerische Kabine mit dem Mikro gehen? Ich finde es einfach, sowas finde ich interessant. Ich fände es halt interessant, einfach mal... Pranken. Nein, aber wirklich einfach mal, wie die sich so fühlen, mal mit so jemandem. Wie ist das so, dass hier ein Livestream läuft und so? Ich sehe den Mann da, guck mal, und denk gerade kurz, Flair ist da. Alter, Flistmaster, was machst du hier? Hä? Patrick? Flair? Prominente. Wo ist denn die erste Mannschaft von euch? Nee, doch nicht hier. War Erich, wo ist die erste Mannschaft? Hinten oder hier in der Kabine? Nein. Nee. Nicht stören. Nicht stören. Oh. Nicht stören. Ich sag nur, dass es gleich weitergeht. Nee, wir machen keine Unruhe. Gehen wir da raus. Nee, keine Unruhe. Um Gottes Willen. Machen wir nichts. Ja, ja. Wir warten jetzt mal hier auf den Schiri. Pass auf. Hallo. Ja, kriegen wir nachher ein Interview eventuell? Schauen wir mal, kurz. Ich bin auch Schiedsrichter selber, Kollege. Ja. Seit wann pfeifst du? Also seit wann bist du Schiri? Können wir später machen, wunderbar. Komm ich nach dem Spiel zu dir. Hat richtig Bock. Das Gegentor war Foulspiel, haben wir. Arm geht raus, muss er abpfeifen. Aber scheißegal, danach wart ihr voll drin. Und vor allem, die spielen körperbetont und ihr jetzt auch. Das ist das Ding. Körper reinstellen, wenn die den Körper reinstellen. Scheißegal, wenn die den Körper reinstellen, macht ihr es auch. Und das habt ihr sehr gut gemacht, fanden wir. Und ihr seid besser, ganz ehrlich, ihr seid besser. Was haben die für Torschancen gehabt? Eine, maximal zwei höchstens, Weltklasse gehalten. Und jetzt knallt ihr sie weg. Zwei Dinger jetzt da rein, gleich in den ersten 10 Minuten. Komm! 3 Punkte. Zu Hause, mit der Frau. Ja. Da gibt es Schiedsrichter, die kompensieren es auf dem Platz. Das und wenn du es nicht brauchst, dann ist alles gut. Geh, wir sind dran. Jawohl, Foulspiel. Hey. Valerie, gut. Kann man auch mal gelb geben beim Angriff. Taktisches keine Karte heute gegeben, ne? Taktisches Foul. Aber ich sag jetzt nichts, der Chat ist immer anderer Meinung als ich. Rauchen ist auch Sport, schreibt der Chat. Klasse. Nee, hört auf. Nächstes Jahr höre ich auf. Ich muss auch. Nein. Nabine 1. Hey, ganz kurz. Sascha hat zu mir gemeint, dass du seit 3 Jahren zu ihm sagst, dass du das 1. Januar aufhörst. Ja. Naja, jetzt kommt wieder ein Januar. Silvester, letzter. Jetzt kommt wieder ein Januar. Jetzt kommt wieder einer. Bleib da mal locker. Weißt du, was du machen musst? Therapie. Akupunktur, Nadel ins Gesicht, reingesteckt, in die Ohren, hinten, in den Hinternacken, vorne drauf. Oh, Fallrückzieher ins Nix. Weißt du, was ich meine? Wartig. Aber ich bin extrem. Entweder dann, richtig oder gar nicht. Ja. Wie viel rauchst du am Tag? 60 Kippen. Was? Ja. Ja, geteilt. Also Heats, Eikos und echte Fluppen. Rauchen gefährdet die Gesundheit, fang erst gar nicht damit an. Also, ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, gut. Geh, Mario, spiel den Ball. Wasser, Linie. Zu spät. Jawohl. Oleg. Doppelball. Der passt zu. Und Schuss. Nein. Oh, Baller wieder.
Malabilla, wir übersetzen ganz kurz. Achso, war nicht schlecht. Oh Mann, wie viele Minuten? Guck mal bitte rein. Wir müssen hinten gut stehen. 61. Oh, der ist durch. Nein! Nein, nix, nix! Jetzt gibt es ein Spiel. Wer hat das? Nein. Nix. Hamdelala. Was? Ich stell mir das so aus, wie der Fall gerade. Hamdelala, hast du gerade gesagt. Was ist denn? Das heißt? Nein. Hauptsache rausgehauen, gell? Das ist die Jugendsprache. Du hast vorhin auch Sixig Parayok gesagt. Da wusste ich auch nicht, was das ist. Sixig Parayok? Parayok heißt kein Geld. Kein Geld, ja. Sixig Parayok? Dann passt ja wieder. Aber er meinte, er Sixig Parayok. Ja. Jok Parayok. Hoffentlich geht der Eckball direkt rein. Guter Ball! Gut! Alter! Was ist denn? Was hat er denn wieder? Was soll ich das? Ich hab mir schon Fragen zurechtgelegt, ganz ehrlich, ja. Schiedsrichter. Ich hab mir Fragen, was war das jetzt? Mach du doch mal Flitzer. Nein, ist kein Bargeld. Mach du doch mal Flitzer. Ist kein Bargeld. Nur Karte. Bring einfach alles. Ja, genau. Mach mal Flitzer und schmeiß den Gummi hin. Bring alles. Bring alles. Mach's nicht, Junge. Ich schmeiß ihn gegen den Kopf. Jawohl, so muss sein. Das Portemonnaie auf den Platz geschmissen. Super für sein Video. Genau, das ist Jens ist gerade was aus der Hand gefallen. Überhaupt nicht. Das musst du mal hier machen. Ja! Jan! Jan, jetzt aber nochmal! Jetzt aber nochmal! Pass rüber! Auf Oleg! Chat, ihr müsst mir verzeihen. Ah, was? Drecksau in den Chat alle. Du nicht auch noch. Alle jetzt rein. Entschuldigung, aber... Hey, das trinke ich noch. Sag mal, da siehst du mal, das ist die Asche. Hast du schon reingearscht? Nein. Jetzt trinkst du noch. Probier's. Doch. Nein, hab ich nicht. Doch. Ich kann nicht rauchen. Sag ihm. Sagen Sie es nicht. Einfach. Chat, habt ihr Spaß? Habt ihr Fun? Eins in Chat für Spaß. Oh. Weiter, Halli. Weiter, Halli. Oleg, guter Ball! Auf den Kopf! Bist deppert. Ja, nachher werde ich angezeigt, sexuelle Belästigung bei so einem... Aber ich habe das schon mal gesehen, bei einem anderen hast du es gemacht und bei mir nicht. Weil bei dem bei Tanzverbot habe ich es gemacht. Guck dir den an, den Ball. Oh mein Stink Gott. Steck! Nein. Allah, hast du gerade gesagt? Aber was ist dein Puls gerade? Warte mal. Ist da Puls? Warte mal, nee, auf der Seite. Ja, warte mal. Nee, das kann ich erstmal machen. Er hat gar keinen Puls. Er hat gar keinen Puls. Schauen die an, der ist tot oder was? Leute, wir müssen mal ganz kurz. Jetzt, Konter! Jetzt! Alles frei! Spiel links! Auf Nasser! Marius! Ja! Spendi hat auch. Da ist das Ding! Was war mein Tipp? 3-1. Weiter, Oleg! Das ist Shaqiri, das ist der Kopf. Shaqiri. Gott, da kommen ihm die Tränen. Guck doch, der Jens ist völlig fertig. Der ist doch völlig fertig. Schiedsrichter. Nee, Torwart wird blöd. Nee, er hat gelbe Karte. Warum hast du das gemacht? Weil sie es einem Abseits reklamiert haben, aber es war kein Abseits. Naja, wenn du dich beschwerst und sagst, scheiß Schiri. Ach so, ja, okay. Was ist los mit deinem Team? Mein Team? Rot wegen Abseits. Naja, gut, dann hat er aber was Böses gesagt. Nein. Guck mal, jetzt werde ich schon von der gegnerischen Mannschaft heißen, aber ich habe einen Schiedsrichter gekauft. Ehrlich, ich habe ihn bezahlt. Er hat ihn bezahlt. Klasse. Ich weiß nicht. Du warst es. Der Chat schreibt bestimmt beleidigt. Armen Narkoi. Was heißt das? Schönes Spiel. Wunderbar. Der SC Baden-Baden gewinnt das Spiel 4-1. Es wird nochmal am Ende extrem hektisch. Jens, der liebe Knossi, ist emotional komplett dabei. 2-3 Sätze zum Spiel? Nee. Ungern. Möchte er nicht. So wie ich es gesagt habe, in der Halbzeit. Über die Grenze gehen, über 100%.
In jeglicher Art und Weise, in jeder Art und Weise. Körperlich, moralisch, Wille, Einstellung, Ehrgeiz. Und die zweite Halbzeit war wirklich Bombe. Wirklich Bombe. Jetzt regenerieren wir am Mittwoch, Nachholspiel und da legen wir nach. Ein dreifaches. Ziegezange, Ziegezange. Ziegezange, Ziegezange. Ziegezange, Ziegezange. Schuss, Tor, Schuss, Tor, Schuss, Tor, Schuss, Tor. Der Trainer. Kölle, Kölle. Acht Leute für die Tore. Die ersten acht, die von der Nummer her. 4:1, ist das ein Hammer gegen Tabellenzweiten? Weggehauen. Schiedsrichter will kein Interview mehr führen. War auch eine kritische Situation mit der roten Karte. Nein, war nicht einfach, aber man muss immer, bevor der Ball kommt, man muss immer einfach entscheiden, wo der Ball geht. Zwei Sekunden voraus sein und dann guckst du hinter dir. Und ich habe auch so gedacht vor dem Spiel, dass wir gewinnen 3:1. Zum Glück ist das 4:1. Und ja, ich habe lange nicht gespielt, aber ich denke, ich habe schon ein gutes Spiel gehabt oder gute Minuten. Und ich bin sehr froh, dass wir haben heute gewonnen. Elfmeter, Schiri hat weiterlaufen lassen. Wie hast du es gesehen? Ja, da kann man auf jeden Fall Elfmeter pfeifen. Aber gegen Schiri sage ich nie was. Der hat auch einen schwierigen Job. Gerade bei so gerade einem umkämpften Spiel. Ja. Genau, deswegen passt es schon. Der hat es gut gemacht. Und den Schiri in Schutz. Ah, ja. Hast du mitbekommen, die rote Karte noch vom Gegner? Der Torwart, gab es eine Beleidigung wahrscheinlich. Die haben Abseits reklamiert? Ja, ich glaube, das war eine Abseitsreklamation. Und dann hat er irgendwie gemeckert, der Torhüter. Und dann gab es halt rot, dann musste halt runter. Dann wird geduscht. Wie geht's weiter? So ein bisschen Aussichten für man muss aufsteigen oder nicht, ne? Das ist das Ziel, ganz ja, das ist nicht das Ziel, das ist das Minimum. Die ersten drei steigen auf. Die ersten drei steigen auf. Ja, wo sind wir jetzt gerade? Auf der 3. Aufstiegsplatz. Ja, die ersten drei steigen auf. Also hört sich gut an. Was kommt denn noch so auf uns zu? Halt, der erste kommt noch auf uns zu. Ja und? Ja und? Die haben 11 Spiele, 11 Siege. Ja und? Egal. Mach's. Gegen uns werden sie die erste Niederlage kassieren. Wunderbar, das ist doch mal eine Ansage an den Gegner.